Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Elex. Guck mal, da ist der Gregor. Und ich werde jetzt mal Hallo zu Gregor sagen, weil ich weiß nicht, wer das ist. Und jetzt sage ich zu ihm mal irgendwas, weil wahrscheinlich haben wir schon mal mit ihm geredet. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Ich war auch einmal ein Alp. Wenn das so ist, kannst du direkt zu deinen Artgenossen gehen. Je besser wir euch unreines Pack überwachen können, umso gesünder für alle von uns. Ihr mögt hier geduldet sein, aber glaub ja nicht, dass wir euch nicht im Auge behalten. Und mach es dir nicht zu gemütlich, denn schon bald werden wir die Welt von eurer Existenz bereinigen. Ich mag dich nicht. Gregor, ich mag dich nicht. Ich werde mir deinen Namen merken. Und dann wirst du Glück haben, dass ich so ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Am Ende. So. Ich mag den nicht. Ich mag niemanden... Hey, Sperre! Yay! Ich mag niemanden, der verallgemeinert. Nur weil die Alps, ne? Ich meine, wir kennen alle die Alps, ne? Und so. Aber deswegen muss man nicht alle über einen Kamm scheren. Und wenn man das tut, dann ist das nicht gut. Es gibt immer noch... Jeder ist ein Individuum und jeder muss neu bewertet werden. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Verstehe ich auch nicht. Hat hier jemand einen Namen? Ich habe doch einen von euch eher versehentlich verpfiffen. Das ist schon lange her. Wirklich? Ja, wirklich. Das war wirklich kein Versehen. Keine Absicht. Freudscher Versprecher. Alles klar. Alles klar. Naja, dann halt nicht. Ich bin mir wirklich sicher. Ich bin mir echt sicher, dass ich einen eher versehentlich verpfiffen habe. Das nervt. Ich weiß, es tut mir leid, dass das... Ich weiß, das nervt, aber... Ja, okay, ich bin lieber still. Der ist mit seinen Kampfmaschinen, hat er gesagt, hier vorbei Richtung Norden gezogen. Wo wollt er denn hin? Dahin? Oder Gadar? Oder Katar? Was machen wir denn jetzt, Leute? Was machen wir denn jetzt wirklich? Ich weiß nicht, die ganzen Quests, die wir haben, finde ich alle doof. Ich will den nicht umbringen, den Kerl. Muss das wirklich sein? Ich finde das nicht gut. Ich finde das echt blöd. Ich habe keinen Bock, den umzubringen. Kann ich nicht irgendwie... Was ist denn das da? Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Ah, vielleicht gehen wir mal zurück zu Tordom und Gomorra und sagen ihm, dass wir den nicht umbringen werden. Vielleicht machen wir das einfach. Ich sag dem einfach so, nö, ich könnte den jetzt töten. Habe ich aber echt keinen Bock drauf. Mal schauen, was dann passiert. Ich gebe ihm einfach mal so ein Status-Update. Es ist ja jetzt einiges passiert. Vielleicht geht es ja dann irgendwie weiter oder er hat neue Aufgaben für uns oder so. Gefährliche Gegend. Der Hoverdamm. Ha. Gefährliche Gegend. Aber wir sind auch gefährliche Kerle. Insofern sind wir hier quasi zu Hause. Ratte, ich hoffe, du hast Elixit dabei. Gut gemacht. Zum Glück hat die Ratte genauso gut gezielt wie ich. Kein Elixit. Enttäuschend. Aber deren Krallen und Zähne und so weiter kann man direkt in Elixit umwandeln bei Händlern. Oder so. Die Händler haben alle so ein Krallen in Elixit Umwandelapparat. Mit dem Schwert namens Bert wirst du jetzt gegerbt. Naja. Oh, yeah. Immer dieser letzte Finisher. Der macht echt Schaden.
Das ist ziemlich cool. Was genau habe ich gerade gemacht, dass sich die Kamera so verändert hat? Ich bin mir bis heute nicht sicher. Bis heute. Zwei Schläge, ein toter Beißer. Das ist cool. Die Straßen sind gefährlich. War das nicht in dem Spiel, wo es hieß, bleib auf den Straßen, die sind sicherer? Ha, dann will ich nicht wissen, wie es in den Wiesen da unten aussieht und in den Wäldern. Ach ja, ich kann mich echt noch an die ersten paar Stunden Elex erinnern. Ich war so unsicher, das Spiel ist so ungewöhnlich, es fühlt sich komisch an. Man muss sich wirklich in das Spiel reinspielen, weil die Steuerung ist etwas sehr Eigenes. Die bedient sich keiner Konvention, die man irgendwie von anderen Spielen kennt. Aber wenn man drin ist, geht's. Und ist eigentlich sogar ganz cool. Aber man muss sich echt irgendwie, also das flutscht einem, das geht einem nicht leicht von der Hand, das Spiel, das muss man schon sagen. Und dann dauert es auch, bis man stark wird, man ist ja auch lang irgendwie irgend so ein Fuzzi, im Grunde. Aber wenn man dann mal die richtige Ausrüstung hat und auch die spielerischen Skills erlangt hat, dann ist es cool. Hüpf. Ein Tunnel. Wollen wir da durch? Sind wir noch auf dem Weg zum Bergeremit? Ich meine, theoretisch schon, oder? Wenn ich mir das so angucke. Durch den Tunnel durch, wo kommen wir da raus? Wahrscheinlich genau beim Eremiten. Ich habe keine Ahnung, aber wir schauen mal. Sorry. Aber du weißt ja, Fleisch und so. Oder der Tunnel ist eingestürzt, aber da liegt ein bisschen Elixit. Immerhin. Ein Elixit. Ein Elixit und ein Speicher und Trockenfleisch. Natürlich. Na gut, dann nehmen wir nicht den Tunnel. Dann habe ich es mir gerade spontan anders überlegt. Dann fliegen wir über den Tunnel. Auch nicht schlecht. Plan B. Wenn du nicht durch den Tunnel kannst, dann geh über den Tunnel. Oh, ist hier dieses super kalte, super Eisland, in dem super kalt ist und dann ist da auch noch irgendein super krasses Kältemonster. Oh, das sieht eher aus, als wäre da hinten irgendein Lager oder so. Waren wir schon mal bei dem Lager da hinten? Speichern. Der beste Freund des Abenteurers. Schauen wir mal, was da hinten ist, Spielers. Zum Glück ist das Wasser nicht kalt. Oh oh, zwei Fledermaus-Superkraft-Tinies. Fledermaus-Superkraft-Tiny, mach dich auf deinen Untergang bereit. Oh! Kaya, rette mich! Ich kann's nicht alleine. Okay, einer weniger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war knapp. Ich glaube, so knapp war es noch nie. Aya? Kaya? Geht's dir gut? Nein? Okay. Ich hoffe, hier ist irgendwo im Bett. Danke, dass du da warst. Kein Problem. Kein Problem. Dafür bin ich da. Ist quasi mein Job. Ja, Klappstuhl ist ja schön und gut, aber eigentlich will ich schlafen. So. Hui. Gute Gabel. Leider bringen die guten Gabeln auch nicht wirklich. Man sollte meinen, in so einer Welt bringen gerade so Luxusgüter wie feines Klopapier und gute Gabeln extrem viel ein. Weil das verkauft man quasi an die Superreichen.
So würde ich mir das vorstellen. Ich würde ein Geschäft machen, das sich nur auf Luxusgüter aus der alten Welt irgendwie spezialisiert. Und dann würde ich die total überteuert an irgendwelche reichen Leute an super viel Elixit verkaufen. Nur die Könige der einzelnen Fraktionen haben dann ein ganzes Set von guten Gabeln und flauschigem Kuschelklopapier. Naja, aber das wäre halt mein Plan. Ist anscheinend anders in der Welt, in dem Spiel. So, wenn wir dem Weg jetzt folgen, dann kommen wir genau ganz woanders hin. Na, ich meine theoretisch, aber ich glaube, ich nehme lieber die Abkürzung. Oh Gott, die Abkürzung könnte komplizierter werden, als ich dachte. Vielleicht ist der lange Weg die Abkürzung. Oh oh, habe ich da oben gerade eine Spinne gesehen? Ich hasse Spinnen. Habe ich nicht schon wieder ein paar Heiltränke, die man sich zumindest mal wieder ins Inventar setzen könnte? Weil das pure Mana ist irgendwie auch nicht gerade das beste Heilmittel, ehrlich gesagt. Heiltränke, Heiltränke, großer Heiltrank, mächtiger Heiltrank. Ich habe 6 große Heiltränke, okay. Nehmen wir. Aber ich gehe ein bisschen sparsam damit um. Moment. Hat die Spinne uns schon gesehen? Nein, ich bräuchte eine neue Fernkampfwaffe. Wir haben keine Munition mehr. Für das alte Gerät. Der Erlöser. Nein, bräuchten wir viel mehr Intelligenz. Ein bisschen mehr Stärke für der Vollstrecker. Ein bisschen mehr Stärke. Ich habe ein bisschen mehr Stärke. Ah, das ist, glaube ich, nicht genug Stärke. Wie viel brauchen wir für der Vollstrecker? Noch 3 kriegen wir nicht zusammen. Ich glaube, ich habe noch ungetrunkene Elix-Tränke, aber selbst die werden nicht reichen. Nee, mittlerweile kostet es schon 5 Attributspunkte, um 1 höher zu gehen. Also wenn ich noch ein Level hochlevel, nicht mal dann reicht's. Tja, noch 2 Level, bevor wir den Vollstrecker benutzen können. Und was ist mit... Ja, warum nicht Dylan's Rucker? Drillen's Rucker. Weil wir dafür nicht mehr sehr viel Munition haben. Aber um eine der beiden Spinnen anzulocken, reicht's vielleicht. Oder um versehentlich beide anzulocken. Ah, wir sind so viel stärker. Achtung! Wir sind so viel stärker als beim letzten Mal, als wir auf solche Viecher hier gestoßen sind, ne? Das ist schon ein Unterschied. Habe ich jetzt beide geplündert? Nein, jetzt habe ich beide geplündert. Inzwischen sind die halt eher so ein bisschen Minions, die man zerberstet. Ich meine, wir sind jetzt auch Berserker. Wir zerbersten hauptberuflich. Hallo, Spinnen-Trio-Trillingsfreund. Eine Combo von Ignis und dann sind die Feierabend. Ja, die sind Feierabend. Die werden zu Feierabend. Wenn man die konsumiert, dann kann man von der Arbeit heimgehen. Das ist deren spezielle Superkraft. Deswegen sind die ein sehr begehrtes Jagdtrophäen-Dingens. Ah. Sprache. Okay. Ich hasse Spinnen. Langsamster Schlag ever, aber dafür sehr effektiv. Und schnell genug war auch, kann man nichts sagen. Na, guck, wie wir die kaputt gemacht haben. Ganz ohne Kayas Hilfe, weil die kämpft gerade gegen den Jeep da oben. Lass dir Zeit, Kaya. Wenn du soweit bist, dann komm hinterher. Stress dich nicht. So ein Jeep kann schon mal ein gemeines Gefängnis sein. Ich verstehe. Ui, was haben wir denn da oben? Ein Kampf. Ein Kampf zwischen bösem Baron und mächtigen Massenmonster. Oh oh. Böser Baron hat eins der mächtigen Massenmonster besiegt, aber da kommt noch ein zweites mächtiges Massenmonster. Von oben kommt noch ein mächtiges Massenmonster. Ich warte einfach mal ab, wer gewinnt. Böser Baron oder mächtige Massenmonster? Es sind 2 mächtige Massenmonster. Der böse Baron ist grundsätzlich wesentlich stärker. Aber die Masse der Massenmonster macht sie massig mächtiger, als sie allein wären. Ach, Natur ist doch wunderschön.
Ich glaube, der ist echt im Bedrängnis gegen die beiden. Einen hat er schon erledigt und er hält sich auch gut. Oh, hat den zweiten gekillt. Was für ein mächtiger Baron der Wildnis. Er macht seinen Namen, dem ich ihm gerade gegeben habe, alle Ehre. Tja. 10 Krallen, nicht schlecht. Werde ich alles verscherbeln. Kommt für einen guten Zweck. Kommt in den Berserker, Erzberserker Rüstungstopf. Eure Krallen. Und speichern. Den Erfolg kann uns keiner mehr nehmen. Also zumindest keiner im Spiel. Nur Echtweltmenschen. So wie ich, der mal wieder seinen Rechner aufräumt und versehentlich Savegames löscht. Ja, aber wenn die auch an irgendwelchen skurrilen Orten gespeichert werden, kann ja ich nichts dafür. Was ist denn das da? Ach so, da haben wir doch letztens den Boss von unserem Banditenbegleiterfreund erwischt. Könnt ihr euch erinnern? Steckbrief und so. Hashtag Steckbrief. Ah, die Welt ist ein Dorf. So. Okay, aber wir folgen jetzt noch weiter dem Weg. Und dann bei der Gabelung da vorne gehen wir links. Und dann müssen wir vielleicht ein Stückchen fliegen oder so. Und dann dürften wir nahe dem Eremiten sein. Ich hoffe halt auf einen Teleporter hier irgendwo vielleicht. Meine schöne Lebensenergie. So ein Arsch. Oh, da ist ein ganzes Rudel von denen. Die lassen wir uns nicht durch die Lappen gehen. Au! Deren Rohstoffe können wir gut verkaufen. Ausweichrolle ist eine gute Eröffnung. Mal schauen, ob die da hinten irgendwo ein Nest haben und vielleicht sogar irgendwas bewachen oder so. Nein, nix. Schade. Nö, scheinbar wirklich nix. Wirklich schade. Soweit das Auge reicht, Simba. Und was ist bei den Bergen da hinten? Bei den Bergen meine ich? Das ist Albland. Da darfst du niemals hingehen. Versprich es mir. Okay, gehen wir ins Albland. König der Löwen in der Nutshell. Zumindest die erste halbe Stunde oder so. Achso, und natürlich, und die Antilopen fressen das Gras. Circle of Life. So, jetzt haben wir aber die wichtigsten Punkte von König der Löwen der ersten halben Stunde aufgelistet. Aber da war doch noch einer. Oh ja, da kommt er schon. Hä, was mache ich denn eine Ausweichrolle? Hat er sich auch gefragt wahrscheinlich. So, ich befürchte, jetzt müssen wir mal unseren ersten Trank verköstigen. Hilft nichts, der hat sich wenigstens gelohnt. Ich habe es wirklich hinausgezögert, aber jetzt ist einfach Zeit. Heilungszeit. Heilzeit. Halbzeit. Oder welche Zeit auch immer. Oh, mein Gott, noch mehr. Oh, die kämpfen schon wieder da hinten. Aber diesmal nur gegen den Hornwolf. Ich glaube, da helfe ich dem Hornwolf mal, weil der hat keine Chance gegen 3 so Riesenhühnchen. Guckt euch das an, ist ja gemein. Au. Ja. Schön. Schön, schön. Ich habe gerade eh so viel Monsterteile verkauft, kann ich wieder ein bisschen aufstocken. Ah, ich sehe schon die 20.000 Elixit vor uns. Lang kann es nicht mehr dauern.
So Richtung 13 haben wir schon, noch 7000. Gehen wir mal in die dunkle Mine hier. Das klingt doch nach einem absolut guten Plan, oder? Ha. Okay. Sieht doch wirklich ganz nett aus. Bis jetzt. Oh, das sieht interessant aus. Organisch irgendwie. Uiuiui, was ist denn das? Auf jeden Fall lag da ein Goldbrocken. Was ist denn das für Zeugs hier? Hat das Elex irgendwie den Boden mutiert, oder? Oh, 8 Goldbrocken, yeah. Moment, laufe ich jetzt gerade zurück, wo wir hergekommen sind? Muss ich mal gucken. Bin mir nicht sicher. Ich denke schon. Ich bin irritiert, weil hier keine Monster rumliegen. Aber ich denke schon, oder? Ja, ich denke schon. Aber war dann da oben eine Sackgasse? Und was ist dieses komische Geschwölpsbe da oben? Ja, Geschwölpsbe. Das ist jetzt ein Wort. Überall dieses bucklige Geschwölpsbe. Komisch. Ich nenne es mal Buckelschwölpsel. Was ist dieses Buckelschwölpsel? Und liegt hier noch mehr Gold am Boden rum? Gold kann man gut verkaufen. Die lassen wir nicht liegen. Ist schon sehr dunkel, ne? Da oben ist ein bisschen Licht, aber... Moment, von wo kommen wir jetzt? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ach, sag bloß, hier geht's im Kreis. Ah ja, okay. Das erklärt einiges. Aber jetzt muss ich doch mal eine Magnesiumfackel anmachen. Habe ich die nicht mal irgendwie auf einen Shortcut gelegt? Ja, ich bin so klug. Okay, schauen wir mal. Ah, deswegen sehe ich jetzt hier auch nichts Neues. Interessante, komische, organische Gesteinsformationsdingenszeugs, was hier so ist. Aber sonst eigentlich jetzt auch nichts. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss und morgen kommen wir hoffentlich zum Bergeremiten, der ja da irgendwo wohnen soll. In der Gegend, nicht weit von hier. Ich muss noch mal kurz gucken auf der Karte. Ich habe mir das nämlich so überlegt. Oh, da hinten ist schon das nächste Monster. Ja, den kämpfen wir noch schnell kaputt. Kämpfen wir noch schnell kaputt? Ja, kämpfen wir noch schnell kaputt. Da muss ich echt aufpassen. Die sind nicht ohne. Guck, Kaya, ich habe dich gewarnt. Ah, okay, der war ganz schön ohne. So, genau, hier im Grunde müssen wir einfach nur rüberfliegen. Ich hoffe, das ist nicht sehr hoch. Ich weiß nicht, wie der Höhenunterschied ist. Und dann sind wir eigentlich schon fast im Land des Bergeremiten. Mal schauen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Beim nächsten Mal finden wir es raus. Danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.